Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thorsten Krings und ich werde 2019 für die FDP für den Gemeinderat in Wiesloch kandidieren. Deshalb habe ich mir als Vorbereitung darauf die öffentlichen Teile der Gemeinderatssitzungen angeschaut. Und was natürlich ein immer wiederkehrendes Thema ist, ist das Thema der Haushaltslage. Die Mittelfristplanung sieht vor, dass wir jetzt eine Bugwelle von Investitionen haben und der Investitionsbedarf dann nach diesen 5 Jahren rapide nachlässt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden auch über diese 5 Jahre hinaus noch ordentlich investieren müssen. Also stellt sich natürlich die Frage, wo kriegen wir das Geld her? Und der augenblickliche Weg ist eben der, dass die Steuern und Abgaben erhöht werden. Zum Beispiel die Konzessionsabgabe auf das Wasser. Oder aber man kann natürlich an den Hebesätzen von Grundsteuer und Gewerbesteuer vor allem auch spielen. Aber als überzeugter Marktwirtschaftler glaube ich, dass Wohlstand nur dort entstehen kann, wo eben auch eine wirtschaftliche Dynamik herrscht. Das heißt also in anderen Worten, wir brauchen in Wiesloch nicht höhere Gewerbesteuern, sondern was wir brauchen ist mehr Gewerbe. Aber mittlerweile ist es natürlich so, dass alle Kommunen, Gemeinden und Städte darum wetteifern, wer nun der attraktivste Standort für besonders Mittelständler ist. Deshalb müssen wir als Gemeinde in der Lage sein, den Unternehmen eine gute Antwort zu geben, warum sie sich eben hier ansiedeln sollen. Und das macht uns übrigens die Kommune Rottweil in Baden-Württemberg schon ganz gut vor. Die Kommune Rottweil hat in der Gemeindeverwaltung eine Stelle, die nur eben für Anfragen von Mittelständlern zuständig ist. Und da gibt es ganz klare Leistungsversprechungen. Zum Beispiel, dass Bauanträge innerhalb von 40 Tagen entschieden werden. Oder aber, dass E-Mails garantiert innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden. Sie haben persönliche Ansprechpartner und so weiter. Das ist ein Service, der ist für Mittelständler und auch für kleinen Unternehmer enorm wichtig. Und das sollten wir auf unserer Gemeinde auch einrichten. Das Zweite ist, ich bin der Überzeugung, dass wir ein kommunales Gründerzentrum brauchen. Dieses Gründerzentrum, das berät einerseits eben Gewerbetreibende bei der Ansiedlung von neuem Gewerbe, unterstützt, bietet aber gleichzeitig auch selber innovative Projekte an. Ich habe das zum Beispiel in Nancy in Frankreich gesehen. Da hat dieses Gründerzentrum sich leerstehende Gewerbeimmobilien angeschaut, hat die an Jungunternehmer vermittelt, die dort ihre Geschäftsidee erstmal ausprobieren konnten, um dann zu entscheiden, ob die tragfähig ist oder nicht. Das Ergebnis ist wertiger Handel und schöne Individualgastronomie. Das sind Dinge, die könnten wir in Wiesloch eigentlich auch ganz gut brauchen. So, dann ist natürlich die Frage, schön, aber wo soll das Geld herkommen? Nun, meine Kernaussage ist nach wie vor, die Stadt Wiesloch gibt zu viel Geld aus und investiert zu wenig. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wo sind Ausgaben, die unnötig sind. Und da fällt mir zum Beispiel eins ganz ins Auge. Das ist die Miete, die wir für die Tiefgarage im Palatin zahlen. Das sind knapp unter 900.000 Euro. Und denen stehen Einnahmen gegenüber von knapp über 200.000 Euro. Das heißt, hier wird ein zusätzliches Defizit von 700.000 Euro aufgebaut. Diese 700.000 Euro könnte man nehmen und damit ganz bequem ein Gründerzentrum zu betreiben. Deshalb nochmal meine ganz klare Forderung. Wiesloch braucht ein Gründerzentrum und Wiesloch muss mehr investieren und weniger Geld ausgeben. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo ich diese Zahlen her habe, die sind nicht geheim. Sie können auf die Website der Stadt Wiesloch gehen und Haushaltskonsolidierung als Suchbegriff eingehen und dann bekommen Sie eine Präsentation, wo diese ganzen Zahlen auch transparent dargelegt sind. Da muss man übrigens sagen, da finde ich die Transparenz der Stadt Wiesloch auch wirklich sehr vorbildhaft. Sie können es auch auf der Website der FDP Wiesloch nachschauen, da haben wir dann auch den Link eingestellt. Noch einmal, Wiesloch braucht ein Gründerzentrum, Wiesloch muss mehr investieren und weniger ausgeben und darum bitte ich um Ihre Stimme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.